Ja, guten Morgen aus dem wunderschönen Alanya. Ist das nicht schön? Macht das nicht gute Laune? Ich sag euch, das macht gute Laune. Und das ist einfach wunderschön. Ja, dieses Video heute dreht sich um, wie setzt sich der Preis von einer Immobilie zusammen? Und ja, natürlich hauptsächlich erstmal, was der Verkäufer möchte oder der Bauherr möchte. Ja, hier wird überall gebaut, hier wird gebaut, da vorne wird gebaut, überall wird gebaut. Aber wie ihr wisst, in Kestel maximal 5 Stockwerke hoch. Aber zurück zum Thema. Und jetzt ist so, als Beispiel, jemand hat eine Wohnung gekauft vor 3 Jahren und jetzt möchte er für die Wohnung, ist ein bisschen windig hier, ne? Jetzt möchte er für die Wohnung als Beispiel 90.000 Euro, ja, 90.000 Euro. Und er sagt zu mir, Ali, bitte verkauf mir die Wohnung. Oft kommen Kunden an mich ran und wollen, dass ich ihnen die Immobilie verkaufe. Und ich will aber unbedingt 90.000, sagt er, auf die Hand. Ich möchte kein Pfennig drunter. Ich möchte 90.000 auf die Hand. Ja. Wie setzt sich jetzt die Summe zusammen, was ich dann als Werbung oder in meinen Videos dann euch sage? Ja? Ich sage natürlich nicht 90.000, ja? Denn viele Leute wollen runterhandeln. Ja? Und es kommt auch immer auf den Hausbesitzer, aktuellen Hausbesitzer an, wie er sich das Ganze vorstellt. Manche wollen auch mitreden, wie ich meine Videos mache oder was ich reinsitze in den Videos. Und normalerweise bei 90.000, der Kunde, der Interessent, der das Video dann sieht, der will ja dann runterhandeln. Jetzt kann ich ja nicht runterhandeln, 5.000 oder 10.000 Euro. Und der Hausbesitzer hat gesagt, er will 90.000 auf die Hand. Wer ein bisschen Gehirn hat, müsste das eigentlich wissen, oder? Wer ein bisschen Gehirn hat, müsste das eigentlich wissen. Und was mache ich? Ich sage ja, hier geht's ab. Also das ist wirklich Hammer. Die türkische Wirtschaft brummt und brummt und brummt. Und die können noch versuchen, sie zu zerstören. Oder auch YouTuber können noch so viel Schwachsinn verbreiten und über die Türkei hetzen oder über andere hetzen. Das bringt alles nichts. Denn wir haben nun mal ein sehr schönes Land. Wir haben hier nun mal die Sicherheit. Wir haben hier nun mal freundliche Menschen, die sich freuen, dass Auswanderer herkommen, und wir haben hier einfach das super Essen, ja, deswegen kann keiner die Türkei zerstören. Und wer mal Zeit hat, sollte mal ein bisschen da wandern gehen, ja, was man da für Pflanzen entdeckt, was man da für Flora, Fauna entdeckt, das ist so geil, ja. Und also, der Hausbesitzer will 90.000 auf die Kralle, ja, was mache ich dann? Dann tue ich natürlich nicht 90.000 reinsetzen. Ich tue 20.000 drauf oder mehr oder weniger, kommt immer auf das Objekt drauf an. Und dann, wenn jetzt jemand mich kontaktiert, ja Ali, das würde mir gefallen, geht er nicht noch ein bisschen runter? Ja? Jetzt ist es so, dass es gibt manche Hausbesitzer, die sagen, ich möchte nicht, dass du mehr reinsetzt, denn ich habe das jetzt überall so und so reingesetzt und ich gehe keinen Cent runter. Also er will direkt das, was geboten ist. Viele Kunden wollen aber runterhandeln. Die wollen unbedingt runterhandeln. Und ich sage halt den Kunden, geht nicht, tut mir leid, tschüss, bye bye. Ja? Oder ich tue den Pufferbetrag, der draufgesetzt wurde, zum Runterhandeln nehmen. Und dann ist der Kunde glücklich, weil er das Objekt ja haben möchte. Der Hausbesitzer hat mindestens seine 90, ich habe meine 3%. Ja? Und es gibt aber auch Möglichkeiten, dass der Hausbesitzer halt sagt, nein, ich möchte diesen Betrag drin stehen haben, und dann kann ich halt dann nicht unbedingt runterhandeln. Ja, das ist natürlich auch oft der Fall. Also, wie setzt sich der Preis zusammen? Darum geht dieses Video. Vor allem natürlich durch den Hausbesitzer. Ja? Und es gibt aber auch Objekte, da geht überhaupt kein Pfennig runter, weil das halt super Preise schon sind, und Hausbesitzer sagt dann, nein, ich will überhaupt nichts runterhandeln. Ja.
Dann kommt noch was dazu. Man hat dann noch die Grundbuchübergabesteuer, die Grunderwerbsteuer plus einige andere Steuern. Dann kommt noch die Expertise dazu. Dann kommt noch das ist der staatlich geprüfte Gutachter, der muss sich die Wohnung anschauen. Erst wenn er sein Okay gibt, darf man das verkaufen. Dann ist da noch der staatlich geprüfte Dolmetscher. Bei Ausländern, wenn sie hier vor Ort sind, muss das auch mitgemacht werden. Die Expertise kostet aktuell 2.700 Lira. Der staatlich geprüfte Dolmetscher kostet aktuell 1.000 Lira. Die Grunderwerbsteuer mit allem drum und dran, je nach Objekt, je nach Größe, das kann man leider vorher nicht genau sagen. Du kriegst nämlich dann eine SMS mit der Bearbeitungsnummer. Und ich habe das Ganze ja nicht nur durch die Maklerzertifizierung alles lernen müssen, sondern durch ständiges Arbeiten, durch ständigen Verkauf, weißt du halt die neuesten Gesetze. Ja? Und was kommt noch dazu? Wie hoch ist diese Grunderwerbsteuer? Das ist plus minus bei einer Drei-Zimmer-Wohnung, ja, plus minus, nagel mich da nicht fest, weil das kriegst du erst an dem Tag, wo du das Grundbuch überträgst. Da bekommst du das erst per SMS geschickt, was du überweisen musst. Ja. Und oft sagen Leute, ja, ich muss das ja gar nicht komplett zahlen, das muss ja auch der Verkäufer zahlen. Leute, das ist alles Schwachsinn, was da verbreitet wird. Ja. Wenn der Hausbesitzer sagt, ich möchte 90.000 auf die Hand, alles andere interessiert mich nicht, dann gilt das, okay? Keiner kann ihn zwingen zu verkaufen, keiner kann ihn zwingen zu verkaufen. Du kannst nicht sagen, du musst jetzt das übernehmen, du musst jetzt Makler 2% übernehmen oder dies oder das. Nein, Leute, dann sagt er einfach, nein, dann mache ich es halt nicht. Dann verkauft er es euch halt einfach nicht. So schaut es aus. Ja? Also nochmal, Grunderwerbsteuer, plus Gutachter und so weiter sind etwa bei einer Drei-Zimmer-Wohnung zwischen 1.500 und 2.000 Euro dazwischen irgendwo. Und der Kaufpreis, wie gesagt, manche Hausbesitzer sagen als Beispiel, das Objekt kostet 90.000. Ja gut, ich gehe dann auf, schreib mir 100 drauf oder schreib mir 120 drauf und dann gehst du halt runter und dann kriegst du von mir auch noch mal 2% oder 3%, sowas gibt es natürlich auch, damit er einen Anreiz gibt, dass die Leute, dass mehr Makler kommen und das verkaufen. Er will das Objekt ja verkaufen, versteht ihr? Was ihr dann am Ende zahlen müsst, da müsst ihr halt überlegen, ist mir jetzt 113.000 zu viel oder ist mir 120 zu viel oder ist mir 90 zu viel? Ja, dann das musst du wissen, das musst du wissen und das musst du kaufen. Ja? Und wer da was anderes behauptet, ist gelogen. Ja? Und man kann vertraglich übrigens alles auch vertraglich nochmal absprechen und der Vertrag gilt. Ja? Weil viele sagen, ja, der Hausbesitzer muss die 3% übernehmen oder er muss die Grundbuchüberschreibungsgebühr übernehmen. Nein, Leute, gefällt euch ein Objekt, schaut euch den Preis an, was könnt ihr noch runterhandeln, passt das dann, gefällt euch das Objekt wirklich sehr, dann seid froh, dass ihr das kriegt. Und seid froh, wenn ihr dann das Objekt habt. Wichtig ist, dass ihr hier lebt und euch befreit habt vom Sklavensystem in Germany. Ja? Was ihr jetzt dann zahlen könnt und was ihr zahlen wollt, das müsst ihr wissen. Wenn euch was zu teuer ist, dann kauft ihr es halt nicht. Wenn euch irgendwelche Sachen halt nicht passen, keiner zwingt euch dazu. Und auch ihr dürft den Hausbesitzer nicht zwingen zu irgendwelchen Sachen oder den Makler nicht zu irgendwelchen Sachen zwingen. Das und das ist das Limit von beiden Seiten. Trifft man sich, dann passt es doch. Dann sind alle glücklich und fertig. Wer da nicht glücklich ist oder was, soll halt nicht zu lange. So einfach ist die Sache. Ich verstehe nicht, dass manche... es gibt halt Problemfälle. Ihr wisst ja, in keinen meinen Videos habe ich jemals gesagt, kommt hierher, ihr braucht hier nicht mehr arbeiten. Hier ist alles kostenlos. Du musst keine Miete zahlen. Die Wohnung ist sind... kriegst du geschenkt oder Lebensmittel kosten dich nichts. Manche kommen mit so einer Erwartung und die sind halt dann falsch hier. Ich sage immer in meinen Videos, kommt nur her, wenn ihr Rente bekommt oder wenn ihr Gelder bezieht durch Mieteinnahmen oder was auch immer oder kauft zwei Wohnungen, haben wir ja oft hier und dann könnt ihr davon leben. Ja? Aber leider haben wir einige
Ich will nicht die Hartz IVer schlecht machen, ja. Leider haben wir hier ein paar Leute, die leben nur durch Neid, ja. Die brauchen Neid, die wollen Neid haben. Dann verbreiten sie irgendwelche Lügen, ja, um halt, als Beispiel, ihr macht ein Geschäft, das sind zwei Autohäuser, ja. Das eine Autohaus ist total faul und arbeitet überhaupt nicht und kümmert sich auch nicht um sein Äußeres, schaut asozial aus, ja. Die ganzen Mitarbeiter dort schauen asozial aus und sind voll die Assis. Und da läuft halt nichts, da läuft halt kein Geschäft, ja. Beim anderen, da herrscht Ordnung, da herrscht eine geile Stimmung, das Personal ist zufrieden, die Mitarbeiter sind glücklich, sind alle gepflegt, schauen gepflegt aus, labern keinen Dünnschiss daher, ja. Und jetzt, wo läuft es dann natürlich besser? Bei dem, der halt alles ordentlich macht, die Kunden zufriedenstellt, da läuft es natürlich besser. Was macht dann der andere asoziale Autohaus, diese Assi-Gruppe, was macht die? Diese Assi-Gruppe ändert nicht ihr Verhalten, zieht sich nicht schicker an, redet nicht weniger Blödsinn, verbreitet nicht weniger Lügen, sondern arbeitet an sein Konzept, verändert es, ist mehr fleißiger, arbeitet mehr, ja, und dadurch läuft das Geschäft dann besser. Aber da müsste man ja seinen Arsch hochbekommen und ein bisschen mehr arbeiten. Das geht natürlich nicht. Und deswegen, was machen sie? Die machen das andere Autohaus schlecht, ja. Ja, die sind schwul oder was auch immer, oder die haben da schlechte Teile eingebaut, ja, oder solche Sachen, versteht ihr? Manche meinen, auf dieser Schiene fahren zu müssen, und die scheitern erbärmlichst, ja, habe ich schon oft genug gesehen, ja. Und deswegen kann keiner mir hier sagen, ich habe den Leuten gesagt, hier brauchst du nicht arbeiten, hier musst du nicht fleißig sein, hier kannst du dich auf die faule Haut legen. Ja, das kannst du machen, wenn du Rente bekommst oder wenn du sonstige Mieteinnahmen bekommst, da kannst du machen, was du willst, ja, aber nicht, wenn du mit nichts daherkommst oder ein paar tausend Euro und dann dich von überall verarschen lässt und dann Leuten, die dich davor warnen, dann auch noch schlecht machst, ja. Das ist natürlich ein schlechtes Geschäftskonzept. So läuft es natürlich nicht. Wer hierher kommen will, muss natürlich, wenn er kein Geld hat, arbeiten gehen, fleißig sein und nicht einfach nur immer billig Drecksfraß essen, ausschauen wie ein Assi, dann läuft natürlich gar nichts, ja. Und das ist auch gut so. Gott hilft denen, die fleißig sind. Gott hilft denen, die Ideen haben, ja. Wir müssen auch Gott zeigen, dass wir Ideen haben, dass wir seine Errungenschaften können wir ja nicht verschönern, können wir nicht verbessern, aber ein bisschen vielleicht können wir es schöner machen. Ne? Das gefällt ihm, denke ich mal, ja. Das gefällt ihm, und das ist mein Konzept, ja. Da, wo ich hinkomme, ja, muss es schöner werden. So wie hier mein Café, hier ist mein Café. Schaut mal die schönen Blüten an, schaut mal die schönen Pflanzen an, schaut mal die schönen Bilder an, ja. So muss es sein, ja. Und dann gibt es wieder welche, die, wenn sie irgendwo auftauchen, da ist nur böse Dreck, Geschwüre, da ist gar nichts, da geht gar nichts. So kann man nicht eine schöne Zukunft aufbauen, so kann man nicht ein schönes Leben aufbauen. Man muss schon was tun, um auch ein schönes Leben zu haben. So einfach ist es, und das ist überall so, ob in Deutschland oder in der Türkei, das ist überall so. Und jeder hat es selber in der Hand, welche Richtung er gehen will. Und natürlich werden dann die ich zum Beispiel, der halt erfolgreich ist, der halt glücklich ist, zufrieden ist und ein schönes Leben hat, die werden dann natürlich angegriffen, ja, mit irgendwelchen Dreck, ja. Okay, Leute, das war das Video über die Zusammenstellung des Preises beim Verkauf. Und wer da nicht logisch mitdenkt, kann ich auch nicht helfen, ja. Jeder Kunde will feilschen, jeder Kunde will runterhandeln. Ich mache das ja selber für meine Kunden. Ich bin ja nicht nur für den Verkäufer zuständig, sondern auch für den Käufer. Ich möchte beide Seiten glücklich und zufrieden stellen. Wenn dann der Käufer sagt, der Interessent sagt, ja, geht da noch was? Und ich weiß ja, er hat mir das und das gesagt, diese Pufferzone habe ich, ja. Ja, weißt was, der ist mit 90 auch zufrieden. Gibt's nur 90, versteht ihr? So läuft das, ja. Und wenn aber der Hausbesitzer sagt, du musst als Beispiel 100 angeben und ich möchte 100 auf die Hand, der das meiste zu bestimmen, ja. Ich bin nur beratend, ja. Dann muss ich das so machen, versteht ihr, Leute? So einfach ist es, ja.
Wunderschön, wirklich wunderschön. Okay, Leute, liebe Grüße von mir. Lasst euch gut gehen und lasst euch nicht von irgendwelchen asozialen Idioten, die hier nichts erreichen, irgendwas einreden, ja, oder macht das ruhig, das ist mir auch egal. Ich kann mich aktuell vor Arbeit eh nicht retten. Ich bin fleißig, ich möchte so viele Leute wie möglich hierher holen, so viele Leute wie möglich retten, denn es gibt halt verschiedene Agendas, die halt dafür da sind, vor allem Deutschland zu zerstören. Und ich laber dann nicht einfach nur irgendwelche Sachen, sondern ich bin jemand, der selber durch hinterm Vorhang schaut. Und es ist nämlich so, das weiß keiner von euch, auch der aufgewachteste Truder weiß das nicht. Ich weiß es aber, weil wir haben hier Treffen mit sehr aufgewachten Leuten, und da sind halt Leute dabei, die also auch viele türkische, die über die Historie der türkischen und der deutschen Kultur vieles wissen. Und das ist nämlich so, dass die, ihr wisst doch, nach dem Ersten Weltkrieg musste Deutschland Reparationszahlungen zahlen ohne Ende. Das Volk litt sehr darunter und muckte halt auf. Ja? Und daraufhin kam es ja, dass halt Hitler an die Macht kam. Und jetzt passt auf, jetzt hört gut zu. Daraus haben die natürlich gelernt. Ja? Daraus haben die natürlich gelernt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wollten sie nicht wieder so eine Riesenliste mit Reparationszahlungen machen, sondern sie wollten es versteckt machen durch die Medien. Die Leute sollten denken, sie sind frei, aber sind es doch nicht. Das läuft gerade aktuell in Deutschland ab. Und jetzt haben sie praktisch jahrelang, jahrzehntelang Geld abgeschöpft. Und jetzt, das reicht ihnen nicht. Jetzt wollen sie noch trotzdem noch mal den Todesstoß geben. Und das, wann wird es passieren? Ja, die haben doch immer Zahlenspiele, ja. 22 haben wir jetzt, das interessiert nicht. 21 interessiert auch nicht. 23 ist die Zahl. 23, also kommenden Winter 23 geht's ab, ja. Dann heißt es wirklich, rette sich, wer kann. Oder du kannst wieder mal Lederschuhe kochen, um eine Suppe zu haben, ja. Und wer immer sagt, ja, bla bla bla, sowas kann nicht sein, war doch schon alles. Also Leute, so viel von mir, liebe Grüße und seid wachsam, seid stark und seid immer stark, ja, immer ein schönes Rückgrat haben, okay? Okay? Bleibt immer bei der Wahrheit, bleibt immer hinter der Wahrheit und verbreitet keinen Schwachsinn, sonst gehört ihr zu den Schwachsinnsverbreitern, Assis, okay? Liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. So, das war hart, das war hart. Aber es ist für euch alle gut und für mich auch. Und alles besser, qualitativ. Viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. War anstrengend, sehr anstrengend.